Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal, warum das Spiel Star Trucker meiner Ansicht nach noch immer ein rohes Ei ist, aber es hat ein paar Verbesserungen gegeben. Starten wir gleich mal rein. Und zwar werden wir jetzt in einem Sektor sein, da wo ich ein paar Bugs entdeckt habe. Und ich werde euch die Sache wegen einem Fähigkeitenbaum erklären. Der Computer braucht der Zeit. Also gut. Zuerst einmal der Fähigkeitenbaum. Ihr geht da rein mit der Tab-Taste. Und da, also am PC, und da seht ihr jetzt einmal die Karte. Hier seht ihr eure Aufträge. Da sieht man dann praktisch die ganze Story. Ich habe jetzt dort die Klappläden schon mal freigeschalten. Und ganz wichtig, das hier, der Fähigkeitenbaum. Immer wenn ihr ab Level 2 ein Level aufsteigt, bekommt ihr einen sogenannten Punkt, also einen Stern. Damit könnt ihr zuerst einmal auf der Seite und dann später auf dieser Seite einzelne Fähigkeiten freischalten. Aber Achtung, das hier ist meiner Ansicht nach, und da stimmen mir zum Glück einige Leute zu, sehr riskant. Denn bei diesen Aufträgen seid ihr wirklich an zweiter Stelle, wenn ihr zu früh dran seid. Und da gibt es dann mit Erm da zum da, mit Red Eddy. Und das hier ist dann Elite. Diese Dame ist die Mutter von Erm. Und jetzt zeige ich einmal den Bug. Um übrigens die Sachen zu finden, die ihr bergen könnt, müsst ihr diese Sensoren, man sieht so, also die Kameras in der Werkstatt freischalten. Die sind unter Sensoren verfügbar, sobald ihr die Klappläden herunterholt. Warum sind die Klappläden wichtig? Ganz einfach. Es gibt Systeme auf der Karte, die sind hier, die eine enorme Strahlung haben. Und das ist absolut übelst. Denn dann gibt es riesige Probleme mit Eicheren. Wie soll ich das ausdrucken? Truck. Denn der Truck wird dann gleich einmal erhitzt auf 2500 Grad. Und zwar kriegt ihr die Rollos, wenn ihr in Takedown seid und dann praktisch bei einer Dame ja in die Werkstatt eingeladen werdet. Mein Truck aktuell, den habe ich umspritzen lassen in der Lackiererei in Blau. Und Achtung, wenn ihr die Schubdüsen nicht oft genug verwendet, dann frieren sie ein. So, kommen wir jetzt einmal zum Bug. Ich fliege normalerweise immer mit dem Tabulator, aber dieses Mal nicht, weil ich es euch sagen möchte. Wenn ihr einen Auftrag angenommen habt, der von
Erm da ist, also zerbrechliche Ware, da kommt sie daher. Und jetzt fliegen wir da einmal weiter, Vieri. So, da haben wir schon. Bergungsbarke. Diese Bergungsbarke ist ein sogenannter Bug. Man kann es nicht anders formulieren. Warum? Ist auch ganz einfach erklärt. Ich bleibe einmal kurz stehen. Der Truck bleibt dann auch gleich stehen. Hoffe ich jetzt, dass es macht. Und dann gehen wir mal raus. Die Bergungsbarke hat angezeigt, dass es hier irgendwo Sachen zum Bergen gibt. Kleiner Tipp, Fehlanzeige. Denn die sind entweder zu dicht dran oder man kommt einfach nicht hin. Ich will da jetzt aber nicht zu weit wegfliegen von der Luftschleuse. Ja, und das war's dann ja schon mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund. Über ein Abo, ein Like und eure Kommentare würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Euer Lieblings-Mike.